Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Kartenspieler. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Pokémon Trading Card Game 2 und heute. Ja, seht ihr, dass ich ja hier in Dr. Masons Labor bin und im Menü war und alles. Und lasst mich euch mal erzählen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit gegrindet wie ein Wahnsinniger. Also wirklich, no joke. Ich habe so richtig, richtig hart reingegrindet, dass ich zwei Booster-Kollektionen jetzt wirklich zu einem guten Stück halt auch vervollständigt habe. Das heißt jetzt aber auch, dass ich erstmal eine Zeit lang nicht mehr grinden muss, beziehungsweise auch nichts mehr optional machen muss, sondern einfach nur vor mich hin daddeln kann. Und eine der Sachen ist, dass ich ja, ihr seht hier ja gerade ein zweites Deck habe. Und das war ein Grind-Deck aus Pflanzenkarten. Und dieses Deck habe ich genutzt, um den Steinclub die ganze Zeit zu malträtieren. Und mit dem habe ich eigentlich ganz gute Arbeit geleistet und es hat auch eine Menge gute Karten bekommen. Und ihr habt auch gesehen, dass ich mein anderes Deck gerade nicht mehr habe. Das liegt daran, dass ich es dismantelt habe, um mehr Karten zu haben und bla bla bla. Und jetzt will ich das nochmal neu erstellen. Mit den ganzen guten Karten, die wir jetzt bekommen haben. Weil da ist einiges zusammenkommt und ich habe mir auch die Mühe gemacht, alle Energiekarten mal ein bisschen zu grinden. Deshalb bin ich auch in Dr. Masons Labor. Damit wir jederzeit, ich sag mal, ein bisschen ausweichen können, falls notwendig, also dass wir im Wasserdeck oder im Psychodeck oder was auch immer machen können, wenn es denn sein muss, um wir dann nicht an Energiemangel sozusagen drauf gehen. Okay, fangen wir an. Ich will natürlich wieder ein Feuerdeck. Machen wir erstmal 12 Feuerenergiekarten. Und die farblos. Ich möchte dich, dann dreimal dich, dann dreimal dich. Das nehmen wir zweimal. Ninetales ist übrigens sehr, sehr stark. Nehme ich sehr gerne mit ins Deck. Wir haben inzwischen auch Rapidash, wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich es endlich bekommen habe. Und damit haben wir auch schon alles, was ich erstmal an Feuer-Pokémon brauche. Aber ich bin noch gar nicht fertig. Und jetzt würde ich gerne meine Kampf-Pokémon einmal anschauen. Dann nehmen wir wieder Hitmonchan, von dem wir jetzt zwei Stück haben, rein. Und wir nehmen die Entwicklungsreihe von Marsholo rein. Und dann würde ich sagen, ergänzen wir das Ganze noch um 10 Fighting-Energie. So, jetzt muss ich noch kurz schauen. Energy Retrieval reicht mir zweimal eigentlich. Energy Search nehmen wir 4, Professor Oak 3, Gust of Wind 2, Plus Power einmal, Switch zweimal und Bill viermal. Und jetzt fangen wir an, ein bisschen auszudünnen, wo wir können. Ich könnte natürlich auch bei dem anderen Deck ein paar Karten entnehmen. Denke ich aber, ist jetzt, weil ich so viel gegrindet habe, gar nicht mehr notwendig. Ich kann die beiden Decks jetzt sozusagen koexistieren lassen. Machen wir es so, 10, 9, ich denke, das ist fein. Reduzieren wir Professor Oak auf 2. Einfach nur, weil natürlich die ganze Hand wegwerfen immer ein ziemlich großer Drawback ist. Und wir haben ja viermal Bill, also denke ich, dürfte sich das gut ausgleichen. Die Plus Power ist, glaube ich, auch nicht so notwendig, weil ich mehr auf Consistency spiele. Und da ist das nicht so gut. Energy Search ist wichtig, Energy Retrieval ist wichtig, deshalb beide bitte einmal drin lassen. Hier denke ich, brauche ich nichts ändern. Da würde ich sagen, cutten wir bei der Charmander Line um 1 jeweils. Und dann schmeiße ich. Schmeiße ich den mal raus? Was ist das letzte Pokémon, was ich rausschmeißen will? Ich will ehrlich gesagt kein Pokémon mehr rausschmeißen. Energie auch nicht. Reduzieren wir Switch auf 1. Okay. Dieses Deck ist Phantasuno Number 2. Okay. Und damit sind wir gewappnet. Haben zwei Decks, mit denen wir fair spielen können. Und ich denke, ich könnte sogar noch ein drittes bauen, wenn ich will. Aber dann müsste ich wahrscheinlich auch was auflösen. Um jetzt storytechnisch weiterzumachen. Wir gehen in den Psycho-Club. Hier hieß es ja, dass wir Grill Nummer 1 wiederfinden werden. Grill Nummer 4, entschuldigt. Aha, Phantas. So you've come already. That's great, but you won't fight me just yet. Isn't that right, Murray? Precisely. Lady Grill Nummer 4.
These are my terms for our duel. You must defeat Murray first. Okay. Das heißt, wieder mal gegen alle kämpfen. I fight for Grr number 4. Natürlich. Psychokinetic Deck. Okay, Stephanie. Dann schauen wir mal, was dein Psychokinetic Deck kann. Wir haben direkt einen starken Lead mit Hitmonchan. Allerdings müssen wir auch bedenken, dass Hitmonchan als Schwäche Psycho hat. Das heißt, wir sind sehr darauf angewiesen, mit unseren Feuer-Pokémon zu arbeiten. Ich glaube, die Psycho-Pokémon haben... Haben die eine Resistance gegen Kampf? Nein, haben sie nicht. Okay. Das ist sehr gut. Okay, Ghastly hat's. Naja. Wir können aber trotzdem erstmal schön reinschlagen. Das heißt, wir sind zumindest gut dabei, was Damage Output betrifft. Abra. Okay, Mewtwo kann uns jetzt keinen Schaden machen. Das 10 Damage for each Psy-Energie Card attached to all of your opponent's Pokémon. Oh, okay, das heißt, solange du Super Psy nicht einsetzen kannst, bist du ziemlich useless. Das nutze ich gerne aus, weil dann kann ich nämlich meinen Hitmonchan weiter vorbereiten und kann im nächsten Zug unter Umständen dein Mewtwo besiegen. Okay. Ah, leider nicht, schade. Aber wir machen Gust of Wind und holen das Abra rein. Und machen einen Jab. Mal schauen, was ihre Antwort ist. Oh, sie holt Mewtwo wieder rein. Ah, verdammt. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Wir holen Ponita erstmal rein als Platzhalter. Und da kommt wieder Gust. Okay. Wir nutzen Energy Retrieval, um Hitmonchan wegzuhauen. Und rüsten im Hintergrund erstmal unser Chameleon aus. Wir haben natürlich ein kleines Problem, weil Psycrash jetzt, oder nee, Super Psy 50 Schaden macht und damit auf jeden Fall unser Ponita one-shottet. Und unser Glutexo kann leider auch nur einen einzigen Schlag einstecken, während im Hintergrund natürlich schon ihre Pokémon vorbereitet sind. Ja, wir haben das Match eigentlich so gut wie verloren. Ich kann nicht mehr allzu viel machen. Das ist ein bisschen sad. Wir hatten halt leider echt Unglück mit unserem Draw. Hätten wir eine weitere Energiekarte oder eine Energy Surge, von der ich ja 4 Stück im Deck habe, oder einen Bill mit Energie... Ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier leider überhaupt keinen guten Draw gehabt und haben absolut verloren. Ich werde es auf jeden Fall nochmal mit diesem Deck versuchen. Weil ich denke, einfach nur, weil wir einen Unlucky Draw hatten... Ups, das wollte ich nicht. Haben wir halt gerade verloren und ansonsten denke ich, könnten wir gewinnen. Ich meine, ich hätte sogar Mashok und Machamp. Okay, wir haben beide nicht gut gezogen. Okay, okay. Unser Draw hat wieder Hitmonchan als erstes. Ponita und Vulpix. Und ich denke, wir könnten unter Umständen damit auch arbeiten. Okay, Abra. Psychic Beam. Macht 10 Schaden auf meine Bank. Aber Abra selbst ist keine Bedrohung, weil wir das einfach direkt mit 20 schlagen können. Okay, sie bereitet im Hintergrund wieder Mewtwo vor, das ist gar nicht cool. Wir nutzen die Energy Surge und holen uns eine Fire Energy. Ich mache noch ein kleines Setup für meinen Hitmonchan, damit wir, falls Mewtwo jetzt reinkommt, und das kommt ja garantiert, zumindest einmal 40 machen können. Okay, Charmander. Und dann machen wir den Special Punch.
Ah, natürlich zieht sie noch eine letzte Energie. Schade. Sonst hätten wir tatsächlich das Mewtwo jetzt mit Special Punch ausnocken können. Aber gut. Müssen wir hinnehmen. Ist halt ein Mewtwo, nicht wahr? Und dann bereiten wir unser Charmander vor. Damit wir dann bei Gelegenheit mit Charmeleon den Kampf beenden können. Werfen unser mit Choke weg. Nein, ich wollte die Feuerenergie... Das könnte gerade ziemlich gefährlich werden für uns, weil ich die Feuerenergie nicht aufgenommen habe. Verdammt, verdammt. Okay. Wir müssen noch einmal tanken. Okay, wir haben eine Feuerenergie bekommen. Gut. Das heißt, es ist noch alles im Rennen. Und sie hat kein weiteres Basis-Pokémon gezogen. Das heißt, wir haben gewonnen. Gut. Okay, okay. Charmeleon, komm rein und beende das Duell. Flammenwurf. Und Mewtwo ist gebraten. Okay. Das hätte sehr schief gehen können. Hätte sie auch nur ein Basis-Pokémon gezogen, hätte das ganz anders aussehen können. Okay. Lady Grin Number 4, I have been defeated. Schade, dass ihr mir nichts gebt. I'm Daniel, my mind and cards belong to Grin Number 4. Okay, ich kann aber nicht gegen dich kämpfen. My name is Robert, I was a Psychic Club member, now I'm with Grin Number 4. Warum kann ich gegen Stephanie kämpfen, aber nicht gegen den Rest? Okay, Murray, schauen wir mal. Falls übrigens zu schlimm wird, dann packe ich mir Relaxo ins Deck. Weil Relaxo müsste eine Psy-Resistance haben. Und Ninetales auf der Hand zu haben ist nice, jetzt brauche ich nur noch Vulpix. Ich habe irgendwie kein Glück mehr mit Münzwürfen, wie immer. Hitmonchan, sehr schön, sehr schön. Okay, weiteres Glumanda und Macholo. Schauen wir uns das Mew mal an. Psywave 10, das 10 Damage times the number of energy cards attached to defending Pokémon. Okay, und Devolution. Und dann haben wir Mr. Mime im Hintergrund. Neutral Damage, don't apply weakness and resistance for any attack. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, da Mew uns eigentlich gar nichts kann, machen wir gerade ein gemütliches Setup. Da würde ich erstmal Fighting Energy auf Hitmonchan machen. Und da haben wir unser Vulpix. Und ich würde sagen, beginnen wir unser Setup. Diese Bestie von einem Pokémon, die lassen wir machen. Mondstein. Search a deck for a colorless evolution card. Show it to your opponent and put it into your hand. Das ist interessant. Wigglytuff. Okay. Okay, Leute, ich muss ja mal einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wie es aussieht, hat er in der Zwischenzeit einen Pummeluff geplaced. Und eine Psychoenergie drauf gedonnert und Professor Eich gespielt. Okay, okay. Dann macht das alles mal. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn er keine Progression macht und es darauf hinausläuft, dass wir dieses Stalemate hier aufrechterhalten mit meinem Glumanda und seinem Mew. Und er dann am Ende des Tages out of cards geht. Das wäre schon sehr, sehr lustig. Ich meine, wir schauen mal, wie lange wir das hier aufrechterhalten können, würde ich sagen. Aber wir haben Machado, das heißt, ich kann es auch zum Machop machen. Okay, Energiesuche. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen vorwärts gehen. Fighting Energy oder Fire Energy? Fire Energy. Und ich glaube, Ninetales braucht noch einen, oder? Ja. Ninetales braucht noch eine Energiekarte und dann ist es Battle Ready. Aber wie es aussieht, ist uns das gerade nicht vergönnt. Wir brauchen mehr Energiekarten. Wo sind unsere Energiekarten? Come on. Beziehungsweise die Karten, um die Energiekarten zu suchen.
Oh, die Double Colorless. Das ist sehr gut. Rapid Dash braucht... Okay, zwei Feuer, eine Colorless. Ich denke, das könnte ich dann meinem... Ah ne, Mashomai braucht ja... Wait, niemand hier profitiert davon wirklich. Ich glaube, ich gebe es dem Glumanda. Dann kann ich zumindest, wenn ich Glutexo ziehen sollte, beinahe angreifen damit. Beinahe. Okay, unser Ninetales ist fertig. Es ist jetzt eine One-Shot-Maschine, könnte man sagen. So, was haben wir hier? Wir haben Mr. Mime. Abra und Jigglypuff. Alles nicht so stark, was du da gerade hast. Bills Teleporter. Flip a coin if heads, draw 4 cards. Okay, mach das. Oder auch nicht. Weitere Feuerenergie. Die würde ich dann erstmal Rapidash geben. Ich möchte Rapidash so schnell es geht kampfbereit haben. Dieses Stalemate ist so langweilig, aber gleichzeitig auch lustig. Oh, ein Kadabra, okay. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, Rapidash. Du bist jetzt zumindest schon mal so weit, dass du normal angreifen kannst. Wenn wir noch eine weitere Energie drauf bekommen, können wir Agilität machen. Und wir haben endlich Bill gezogen. Jawohl, wir können mal ein bisschen die Draw-Power erhöhen. Und wir ziehen etwas, was wir nicht verwenden können. Cool. Okay, meine ganzen Pokémon werden mir gerade ein bisschen zum Verhängnis. Aber wir sind immer noch im Vorteil. Was ein bisschen ironisch ist. Er hat aber auch kein Interesse daran, sein Mew auszuwechseln. Das würde das ganze Stalemate brechen. Aber nein... Er macht genauso weiter. Und ich auch, weil ich halt den Vorteil mit dem Draw gerade habe. so wie es gerade ist, wäre es wahrscheinlich besser, Hitmonchan erstmal bereit zu haben. Du hast 16 Karten auf der Hand. Willst du nicht mal was spielen? Was soll es los mit dir? So, Rapidash und Ninetales sind bereit. Das heißt, Charmander ist jetzt auch so gut wie fertig. Wir brauchen nur ein Glutexo. Okay, das bringt mir nichts. Ganz ehrlich, wenn wir Switch ziehen, dann wechsle ich auch aus. Damit würde ich meinen Draw ruinieren. Oder beziehungsweise meinen Vorteil, den ich gerade habe. Wobei, einmal Bill kann ich spielen. Aber ich glaube, ich würde es mir lieber für Energiesuche aufheben. Okay, Hitmonchan ist damit auch fertig. Sehr schön, sehr schön. Er hat sich mit dem Mondstein einen Jigglypuff geholt. Ne, Wigglytuff, sorry. Aber er hat immer noch kein Interesse daran, auszuwechseln. Und wie es aussieht, gewinnen wir dadurch, dass er nichts machen will. Also er spielt gerade wirklich herrlich fürs Deckout. Und wir kriegen sogar Machamp. Whenever your opponent's attack damages Machamp, this power does 10 damage to the attacking Pokémon. Oh, ach, das ist Gegenschlag, die Fähigkeit. Ja, genau, okay. Das heißt, wenn unser Mashomai ins Feld gehen sollte und unser Gegner greift es an, kriegt der Gegner immer 10 Schaden zurück. Das ist sehr, sehr gut. geben wir Charmander noch eins. Und warten wir weiter. Ich könnte jetzt auch fast unter jedem Gesichtspunkt einfach alles one-shotten, was du hier reinholst. Wenn ich noch ein paar mehr Kampfenergie ziehe, dann würde ich sogar in der Lage sein, alles consistent one-shotten mit Mashomai. Hey, Charmeleon! Gut, haben wir das auch. Ist nur egal. Ich wette, Switch ist eine der 6 Preiskarten, die wir haben. Never mind, ich hab's gejinxt.
Ich hab's gejinxt. Mit Charmeleon kann ich Mew one-shotten. Also mache ich das auch. So, es wird Zeit, das zu brechen. Hat lang genug gedauert. Sorry für diese Langeweile, aber wir hätten so oder so gewonnen, was das betrifft. Und jetzt habe ich Lust, ein bisschen reinzuschlagen. Aber du hast, glaube ich, diesen Angriff, mit dem du pro Pokémon auf der Bank 10 Schaden machst, nicht wahr? Do the Wave, genau. Das 10 Damage plus 10 more Damage for each on your Bench Pokémon. Okay, das heißt insgesamt 40, genau. Kampfenergie für Machamp. Und ich würde sagen, Gust of Wind. Wir wollen dein unvorbereitetes Mr. Mime reinholen. Machen einen Slash. Und das war auch schon alles. Okay, er kann nichts machen. 23 Karten auf der Hand, aber er kann nichts machen. Ich liebe es. So, dann machen wir das noch. Und wir besiegen sein Mr. Mime. Und gönnen uns die nächste Preiskarte einem Professor Eich, den wir nicht mehr aktivieren können. Dafür ist es viel zu kritisch gerade. Und unser Glutexo ist damit gone. Wir gehen in Hitmonchan. Hitmonchan mit Special Punch ist nämlich in der Lage, das garantiert zu one-shotten. Aber vorher werfen wir noch irgendeine x-beliebige Karte weg, holen uns zu 2 Feuerenergie zurück. Und da geben wir das Ganze einmal an Chameleon weiter. Donk. Wait! Du hast keine Kampfschwäche. Okay, dann habe ich mich gerade ein bisschen getäuscht. Ich dachte, du hast eine Kampfschwäche. Na gut, sei es drum. Chameleon. Special Punch. Wigglytuff ist down. Und wir haben unsere nächste Fighting-Energie. Okay, Machamp ist damit auch so gut wie fertig. Wir brauchen noch eine. Da Kadabra jetzt mein Blink. Flip a coin if heads during your opponent's next turn prevent all effects of attacks, including damage done to Kadabra. Nein. Nein. Das ist fies. Das ist sehr fies. Aber wir haben Gust of Wind. Und damit gehen wir in Abra. Wir machen Agility und ich hoffe Kopf. Jawoll! Das heißt, selbst wenn du jetzt dein Kadabra reinholst und angreifst, haben wir den Vorteil, dass du mir keinen Schaden machen kannst. Ah, du willst Jinx rein, okay. Alles klar. Und unser Machamp ist damit jetzt auch offiziell vorbereitet. Und wir können einfach durch Agilitäten. Wir haben sowas von gewonnen, weil entweder wird er jetzt keine Karten mehr ziehen können oder wir besiegen seine Pokémon vorher. Beides ist halt so ziemlich gewiss. Wir haben noch eine Fighting-Energie. Die kann ich Chameleon geben. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Wir haben gewonnen. Also wirklich. Er hat jetzt nur noch eine Karte im Deck. Und besiegen wir seinen Jinx. Und wir haben jetzt die Auswahl zwischen, beenden wir das Duell mit einem einzigen Schlag oder ziehen wir ihn oder lassen wir ihn tot ziehen. Die Antwort ist natürlich offensichtlich, weil ich kein Risiko eingehen will mit dem Coinflip von seinem dämlichen Angriff hier. Wir beenden den Zug und wir haben gewonnen. Damn. Okay. Defeated I. Phantas has defeated. What the heck? The mind controller I've been under has been safely dispelled. It seems to have been triggered from my defeat. Thank you, Phantas. Will you still fight with Grim number 4? In that case, accept this gift. You should find it quite helpful to take her down. Grim number 4, crafty deck. Please also take this coin. Eine Simsala-Münze. Die sieht cool aus. Okay. Okay.
Every time I have a duel, I like to switch the coin I use. It's a nice change of pace. While I seem to be freed from the mind control, the others are not. I'm afraid the spell can't be broken until Grill Number 4 is defeated. Please do your best, Phantas. Alles klar. Und ich würde sagen, Grill Number 4 ist unser Ziel für den nächsten Part. Und ja, wie das Ganze dann ausgeht, ich glaube, ich werde mal das Grill-Deck verwenden, weil ich Interesse daran habe, um zu sehen, wie es gepilotet wird. Vielleicht werde ich es aber vorher noch ein bisschen modifizieren. Wir sehen es dann. So oder so. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.